Matthäus 20, wer eine Bibel dabei hat, darf sehr gerne mitlesen. Matthäus 20, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, die ersten 16 Verse. Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Hier steht: Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tageslohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg? Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die, die um die elfte Stunde eingestellt waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzte haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wird des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du Schild rein, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Über dieses Gleichnis möchte ich mit euch heute Morgen eine Predigt erleben. Und weil ich davon ausgehe, dass es nicht Zufall ist, dass wir heute Morgen diesen Gottesdienst miteinander erleben, rechne ich damit, dass Jesus Christus, der allmächtige Gott, durch dieses Gleichnis, das vielleicht schon ein paar Leute unter uns kennen, spricht. Ich weiß nicht, ob du Trost brauchst, ob du Ermutigung brauchst, ob du Korrektur brauchst, ob du Anerkennung oder Wertschätzung brauchst, aber dieses Wort ist die Heilige Schrift. Und jetzt bin ich gespannt, wie Jesus Christus dein Herz durch dieses Wort erreichen darf. Jesus Christus hat einige Gleichnisse erzählt. Wir kennen auch diese Gleichnisse. Zum Teil haben wir sie in der Sonntagsschule, in der Jungschar, in der IG oder schon in den Predigten gehört. Ein ganz bekanntes Gleichnis ist doch das Gleichnis von dem Mann, der auf Felsen baut, und der andere Mann, der auf Sand baut. Oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das Gleichnis vom verlorenen Schöfeli. Vom verlorenen Groschen. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Jesus Christus hat deshalb in Gleichnissen gesprochen, weil ein Prophet, 740 vor Christus, er hat Jesaja geheißen, gesagt hat: Wenn der Menschensohn dann hier auf dieser Erde ist, wird er in Bildern sprechen. Und sofort wird man verstehen, man versteht Gottes Wort nur, wenn der Heilige Geist uns hilft. Man versteht Gottes Wort nur, wenn Jesus Christus uns gnädig ist. Deshalb steht auch in Matthäus 13, Vers 13: Mit hörenden Ohren hören sie nichts. Wegen dem hat sich ja meine Grossmutti bekehrt. An einer Evangelisation, also das Mutti von Vati, hat sich bekehrt wegen dem Bibelwort. Mit hörenden Ohren hören sie nichts. Der Evangelist hat das gepredigt und meine Großmutter hat sich aufgeregt darüber, dass man so etwas behaupten kann. Und am Abend im Bett wollte sie sich erinnern, was der Evangelist gepredigt hat. Und sie wusste nur noch: Mit hörenden Ohren hören sie nichts, und sonst wusste sie nichts mehr. Dann ging sie wieder an die Evangelisation und hat sich dann entschieden für ein Leben mit Jesus Christus.
Wir brauchen die Hilfe von Jesus Christus, damit man das Wort Gottes verstehen kann. Und deshalb mache ich jetzt etwas. Wir stehen noch einmal auf. Ich möchte beten, dass Jesus Christus uns hilft. Liebe Heiland, du siehst, was wir für eine Woche erlebt haben. Jedes von uns. Und Herr Jesus, ich bitte dich, hilf mir jetzt beim Reden. Ich bitte dich, hilf jetzt beim Hören. Weil ich bin ganz sicher, du hast eine Botschaft für uns. Schenk, dass der Gottesdienst nicht einfach ein Gottesdienst mehr wird in unserem Leben. Erreich unsere Herzen, mein Herz. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Also hier in unserem Gleichnis ist ein Gutsherr, ein Hausherr, der hat einen Weinberg. Es ist Jesus Christus, der geht und schaut und sucht Arbeiter. Es ist ja interessant, dass Jesus Christus nicht selber die Arbeit erledigt. Der Hausherr nicht selber die Arbeit erledigt. Nein, er sucht Arbeiter. Ich bin so froh, dass hier steht Arbeiter und keine Sklaven. Er sucht Arbeiter. Er sucht auch keine Besserwisser oder Herrscher oder Chefs. Er sucht ganz einfache Mitarbeiter. Und diese Mitarbeiter, diese Arbeiter müssen nicht zuerst einen IQ-Test ausfüllen, eine Bewährungsprobe absolvieren oder sonst ein Kürzli besuchen. Nein, die Hauptsache ist, Jesus Christus kommt an unserem Leben vorbei und sagt uns, komm, ich will dich gebrauchen in meinem Weinberg. Das ist Gnade. Wenn Jesus Christus an unserem Leben vorbeikommt und sagt, komm, ich will dich gebrauchen in meinem Weinberg, das setzt aber voraus, dass man erkennt, von Natur aus befindet man sich nicht in diesem Weinberg. Man ist außerhalb vom Reich Gottes. Und wie es ausschaut außerhalb vom Reich Gottes, das wisst ihr alle sehr genau, wie es ausschaut. Ich hatte diese Woche auch gerade wieder eine Beerdigung. Wie es ausschaut außerhalb von diesem Reich Gottes, wie da gelogen wird, wie da geflucht wird, der Name Gottes missbraucht wird. Hauptsache, es stimmt für mich. Hauptsache, ich fühle mich wohl. Wie da Dinge getan werden, die verbietet Gott ausdrücklich. Da werden Kinder abgetrieben, da werden Ehen geschieden, da wird Sexualität ausgelebt, wo sie nicht hingehört und, und. Man ist stolz und geizig, überheblich, besserwisserisch. Ihr wisst, wie es tut. So, dass man manchmal sogar Angst bekommt und den Fernseher gar nicht mehr gerne anschaltet für die Tagesschau. Eine negative Schlagzeile folgt der nächsten negativen Schlagzeile. Und jetzt ist wichtig, dass wir einen Sonntag haben, wo wir gemütlich hinterlegen und genießen, denn es gibt eine Hoffnung für alle, eine gute Botschaft. Evangelium, eine Freudenbotschaft, eine Friedensbotschaft durch dieses Wort. Jesus Christus ruft, komm in meinen Weinberg. Immer wieder durch dieses Wort, im Untilager erlebe ich es auch wieder, ruft Gott, komm, folge mir nach. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Markus 1, Vers 17. Oder komm herüber und hilf uns. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kommt, es ist alles bereit. Immer wieder hören wir durch das Wort Gottes, wie der allmächtige Gott sich sehnt nach einer persönlichen Beziehung mit uns und ruft. Komm. Ich hatte gerade die letzte Woche Evangelisation, müsst entschuldigen. Dann bin ich jeweils noch ein bisschen so geprägt. Komm zu Jesus Christus. Wisst ihr, damit Jesus Christus uns das Komm sagen kann heute Morgen, hat es ihn enorm viel gekostet. Wir Menschen außerhalb von diesem Weinberg von Natur aus, wir gehen verloren. Wir tun uns weh. Da wird viel geweint. Da gibt es viele Verletzungen. Und jetzt kommt Jesus Christus und sagt, schau, ich habe dich doch geschaffen, damit du mit mir eine persönliche Beziehung haben kannst. Komm. Wenn 3 Monate vorbei sein werden, wird Weihnachten schon vorbei sein.
Schon bald feiern wir wieder. Wisst ihr das eigentlich? Das ist unglaublich, wie das Jahr wieder... Also ich wünsche euch schon mal schöne Weihnachten. Guten Start ins neue Jahr. Es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht, aber wir erinnern uns daran, der Sohn Gottes ist Mensch geworden, damit er uns sagen kann, komm. Jesus Christus hat ein sündloses Leben hier auf dieser Erde gelebt. Jesus Christus wurde versucht wie wir, doch er hat nie gelogen, er hat nie negativ hindurch gesprochen, hat nie begehrt, was ihm nicht gehört, hat nie mehr als 6 Tage in der Woche gearbeitet. Jesus Christus hat ein sündloses Leben hier auf dieser Erde gelebt, damit er nach vielen Wundern, wo er sogar okkult belastete Menschen befreit hat von ihren Gebundenheiten, wo er lahmgehend gemacht hat, sogar Tote auferweckt hat, Sturm und Wind und Wetter ihm gehorchen mussten, nach vielen Wundern hat er das eigentliche Wunder getan. Und diese Botschaft braucht die Schweiz. Diese Botschaft braucht Aarau, braucht Schönenwert, braucht jeder Mensch. Jesus will dich retten. Jesus Christus will dich erlösen. Jesus Christus kann und will dich befreien. Oh, wie schön ist es, das immer wieder mitzuerleben, gerade in den letzten Tagen wieder. Wunderbar! Jesus Christus kann, denn im Garten Gethsemane hat er alle Schuld auf sich genommen. Er war bereit, am Kreuz von Golgatha die Strafe zu tragen, die wir eigentlich in alle Ewigkeit verdient hätten. Wisst ihr, an einem Grabesrand gibt es nur dann eine hoffnungsvolle Botschaft, wenn ich weiß von diesem Trudi, es hat sich bekehrt. Es wollte sich eigentlich an dieser Evangelisation noch gar nicht bekehren. Eigentlich wollte sie sich dann im Unterrichtslager bekehren. Aber sie ging an diese Evangelisationstrudi mit der Freundin. Und dann hat die Freundin das Trudi gemüpft beim Aufruf und gesagt, ich kann nicht mehr warten. Kannst du noch warten? Nein, ich kann nicht warten. Und dann haben sie sich beide bekehrt. Wissen wir von einem Zeitpunkt in unserem Leben, wo das Kommen von Jesus Christus uns erreicht hat, wo wir verstanden haben, Jesus Christus ist ja für meine Sünden gestorben. Er ist nach 3 Tagen auferstanden und er bietet allen Menschen an, komm. Hier in unserem Gleichnis steht, er ging schon sehr früh am Morgen, wisst ihr, das ist in den Kindheitsjahren. Oh, es ist doch ein Mega-Privileg, wenn man bei gläubigen Eltern aufwachsen darf. Ihr kennt ja meine Eltern. Wisst ihr, wenn man andauernd hört, wie der Zachäus vom Baum herunterkommt, beim Bartimäus, wie der immer wieder sehend wird, und beim guten Samariter, wie der in einem Gasthaus gebracht wird, der da unter die Räuber, dann darf man ein Glas Malz trinken, noch vor dem ins Bett gehen. Das ist eine wunderbare Erinnerung, es ist doch ein Privileg, wenn man schon als Kind, wenn es den Eltern ein Anliegen ist, den Geschwistern ein Anliegen ist, den Großeltern ein Anliegen ist, komm in den Weinberg und hilf mit. Denn dort in diesem Weinberg wird man von vielen Dummheiten bewahrt. Viel Leid, viel Kummer wird man da bewahrt. Und das Schönste ist, wenn man hier zum Weinberg dieser Gemeinde gehört, erlebt man mit, wie geerntet wird. Und das macht man mega gern. Also wir haben im Emmental sehr Freude, wenn der Herbst so schön ist im Moment. Da kann man ernten. Wir haben so viele Äpfel, meine Güte. Wir wissen fast nicht mehr, wohin mit den Äpfeln. Birnen, was man da alles ernten kann. Und dann kann man aus dem Garten Gesungs holen und noch normales auch noch holen. Und dann kommt das auf den Teller, denn es ist ja gesund. Man erntet, wisst ihr, wenn man früh schon sich bekehren darf, in einer Kinderwoche, in einem Pfila, in einem Jungschallagen, wenn man dabei sein kann, liebe Jugendliche, gebt Vollgas. Das ist ein Vorrecht, wenn man schon von Kindesbeinen an mit Jesus Christus im Weinberg unterwegs sein darf. Denn man ist dabei, wenn geerntet wird. Und das ist so etwas Schönes. Wenn der Keller voll wird, die Tiefkühltruhe voll wird, der Estrich, ja, weiß doch nicht, lagert man dort auch. Ja, also auf jeden Fall, wenn alles voll wird mit so gesundem Zeug. Jetzt hier in unserem Gleichnis geht es weiter. Und er ging aus um die 3. Stunde und sah an, andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin.
Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Jesus Christus ist andauernd unterwegs. Um die dritte Stunde am Nüni. Um die sechste Stunde am Mittag. Um die neunte Stunde um 3 Uhr nachmittags. Er ist unterwegs und sucht Arbeiter. Darf Jesus Christus heute an deinem Leben vorbeikommen und dich fragen und dich bitten, komm in meinen Weinberg. Hilf bitte mit deinen Gaben mit im Reich Gottes. Komm, hilf mir. Er kommt in der dritten Stunde, in der Jugendzeit kommt Jesus Christus vorbei und sagt, komm, hilf mit. Wisst ihr, die haben das Leben noch zu einem großen Teil vor sich. Die haben die Entscheidung zu treffen, wen soll ich mal oder darf ich mal heiraten? Welchen Beruf soll ich erlernen? Wie soll ich die Prioritäten in meinem Leben setzen? Und da freue ich mich schon im Neujahrslager, wenn sich Jugendliche wieder rufen lassen. Ja, ich will mein Leben für Jesus Christus leben. Ich will meine Frage nach der Partnerwahl mit Jesus Christus besprechen. Ich will den Beruf erlernen, den Jesus Christus für mich. Was möchten wir in der Gemeinde ohne Jugend? Das wäre mega schlimm. Danke, Jugendliche, dass ihr euch einsetzt. Dann kommt Jesus Christus vorbei am Mittag. Wisst ihr, das ist dann, wenn es so richtig brennt. Das ist die Zeit, wo viele gefährdet sind für ein Burnout. Da ist man verheiratet. Wenn es Gott schenkt, darf man sogar auch Eltern werden. Es sind viele Erwartungen da. Erwartungen vom Chef, man besucht die ersten Kürzli, man sollte sich weiterbilden. Erwartungen von den Mitarbeitern sind da, Erwartungen von den Eltern und Schwiegereltern sind da, vom Ehepartner. Und wenn es Gott schenkt, eben auch Erwartungen von den Kindern sind da. Es sind so viele Erwartungen da. Und dann sagt uns dieses Gleichnis, es geht nicht darum, dass wir alle Erwartungen erfüllen. Es geht darum, dass wir hören, Jesus Christus kommt an deinem Leben vorbei und sagt, komm, hilf mit in meinem Weg. Was, das auch noch? Nein, nicht das auch noch. Wenn wir zuerst nach Gottes Reich trachten, wird Gott uns helfen in den Erwartungen, die das Leben stellt. Wenn wir nur bestrebt sind, die Erwartungen zu erfüllen, der Gute Nacht, das kommt nicht gut. Ich verstehe, dass viele einen Burnout haben in der Hitze des Alltags, was so vieles gefordert wird. Jesus Christus kommt vorbei bei den mittelalterlichen Leuten. Und dann am Nachmittag um 3, die sind schon gekennzeichnet von der Hitze. Die haben da versenkte Haare, der Schweißworte. Bei einigen sind sie sogar ausgegangen. So sehr waren sie in der Hitze beschäftigt. Und die Runzeln sind gekennzeichnet, weil man hat ja etwas geleistet. Und spätestens jetzt sollte man erkennen, unser Leben ist nicht nur lebenswert wegen der Arbeit. Es ist eine Katastrophe, wenn man auf einen Grabstein schreiben muss, Arbeit war sein Leben. Das ist eine Katastrophe. Könnte man ebenso gut ein Pferd beerdigen. Wir Menschen haben doch einen anderen Auftrag. Wir Menschen haben den Auftrag zu helfen im Weinberg, im Reich Gottes. Und jetzt kommt Jesus Christus vorbei. Bei den Senioren. Dort, wo die Kinder rausfliegen. Dort, wo es darum geht, die Prioritäten neu zu setzen. Dass es nämlich nicht nur darum geht, so jetzt genieße den Lebensabend noch, so jetzt richte es dir möglichst bequem ein. Natürlich, ich freue mich, wenn man es genießen kann. Aber die Hauptsache ist, hilf mit im Reich Gottes. Also dieses Gleichnis, auch deutlicher kann es Jesus Christus nicht mehr sagen. Dieses Gleichnis ist recht klar. Und dann steht hier noch etwas, das finde ich unglaublich. Um die 11. Stunde aber ging er raus und fand andere und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg? Knapp vor den Toren der Ewigkeit kommt Jesus Christus, um die 11. Stunde kommt Jesus Christus noch vorbei und sagt, hey, eigentlich gehörst du in mein Reich. Hilf mit in mein Berg. War das schön, gerade letzten Monat wieder erlebt.
eine krebskranke Frau, die sich am Dienstag bekehrt hat und am Mittwoch verstorben ist. Das war knapp. Aber es hat noch gereicht. Jesus Christus ging vorbei, aber ich sage es euch, es ist dann nicht einfach, kurz vor den Toren der Ewigkeit sich noch zu bekehren. Wer sich darauf vertröstet, das ist ein schwacher Trost, ist gefährlich. Wenn man zugeben muss auf dem Sterbebett, ich habe fürs Falsche gelebt, ich habe die Sünde immer selber mit mir rumgetragen, das ist mega hart. Aber Jesus Christus geht da vorbei und sagt, komm in mein Weinberg. Was mich auch sehr freut, ist, dass Jesus Christus hier sagt, dass er die Jugend auf dem Jugendmarkt holt, die Mittelalterlichen auf dem mittelalterlichen Markt und die Senioren auf dem Seniorenmarkt holt. Er holt sie dort, wo es darum geht, möglichst günstig einzukaufen. Das weiß ich jetzt auch, wie es geht. Ich habe ja Heidi. Möglichst günstig einzukaufen und möglichst teuer zu verkaufen. Wisst ihr, unsere Gesellschaft ist geprägt, möglichst günstig einzukaufen und möglichst teuer zu verkaufen, dass hier viel rausspringt auf dem Markt. Und dort kommt Jesus Christus vorbei. Es geht nicht nur um das. Es geht vielmehr, sind wir im Reich Gottes? Sind wir im Weinberg? Und wenn du heute Morgen hier in diesem Gottesdienst sitzt und Jesus Christus in der Jugend, im Mittelalter oder als Senior bei dir vorbeikommt und sagt, komm in meinen Weinberg, dann mach Nägel mit Köpfe. Und suche jemand, wo du das Vertrauen hast. Suche das seelsorgerliche Gespräch. Matthias Kradolfer freut sich über ein Telefon und mein Vater ganz bestimmt auch. Und auch ich nehme mir sehr gerne Zeit nach dem Gottesdienst für ein seelsorgerliches Gespräch, wenn dies gewünscht wird. Es braucht dich im Reich Gottes. Und jetzt komme ich noch zum Lohn. Es kommt, gut. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinberges zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die, die um die 11. Stunde eingestellt waren und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzte haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wird des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht, bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist und geh, ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will mit dem, was mein ist, siehst du Scheld rein, weil ich so gütig bin. Dieses Gleichnis betont ganz klar, es kommt der Tag, es kommt die Stunde, da wird abgerechnet. Und bei dieser Abrechnung wird nicht entscheidend wichtig sein, wie lange, dass wir im Weinberg gearbeitet haben, sondern ob wir an der Arbeit gefunden wurden, als abgerechnet wird. Ob wir dabei sind, im Weinberg zu helfen, wenn dann abgerechnet wird. Und diese Silbergroschen, Jesus Christus hat da nämlich ein Problem. Diese Silbergroschen ist das ewige Leben. Und Jesus Christus schenkt denen Menschen, die kurz im Weinberg gearbeitet haben, das ewige Leben. Das ewige Leben in seiner Herrlichkeit. In ungetrübter Gemeinschaft mit Gott dem Vater. Wo es kein Tod, kein Leid, kein Hass, keine Folgen mehr vom Sündenfall geben wird, kein Krieg, keine Hungersnöte mehr. Herrlichkeit wird dort sein. Und jetzt schenkt das Jesus Christus denen, die kurz im Weinberg gearbeitet haben. Und dann denen, die am Mittag, Mittelalter, schon bereits begonnen haben, im Weinberg zu arbeiten, schenkt er auch das ewige Leben. Denn er kann nicht das ewigere, ewige Leben schenken. Ewige Leben kann man nicht mehr toppen, oder? Wenn man als Kind im Weinberg begonnen hat, kann Jesus Christus uns nicht das ewigste ewige Leben. Entweder man hat das ewige Leben oder man hat das ewige Leben nicht. Entweder man ist dabei oder man ist nicht dabei. Man kann nicht mehr Himmel haben als, es gibt kein Oberhimmel, kein Unterhimmel, ein Mittelhimmel. Entweder man ist im Himmel dabei oder nicht. Und hier ist das schweizerische Problem angesprochen.
das Joshua vorhin so schön auch betont hat. Wir haben einen Gerechtigkeitssinn und der Gerechtigkeitssinn orientiert sich an dem, was wir leisten. Wir haben vergessen, dass man gegenüber der Ewigkeit nichts leisten kann. Alles nur Gnade. Dass du heute da sitzt, nur Gnade. Letzte Nacht hätte das Herz aufschlagen können, zu schlagen. Ja, es wäre eine Stotterfotter, also es wäre plötzlich, das hätte so, es ist nur Gnade, dass wir heute diese Predigt miteinander erleben. Nur Gnade. Es ist Gnade, dass wir das Wort Gottes in unserer Sprache haben, dass wir Glaubens- und Gewissensfreiheit haben. Es ist Gnade, dass wir das Kommen von Jesus Christus gehört haben und dass wir darauf reagiert haben, wenn wir im Weinberg Gottes sind, wenn wir bekehrt sind. Das ist Gnade. Und wisst ihr, in diesem Weinberg erlebt man Verschiedenes. Selbst hier in diesem Weinberg da. Da erlebt man Verschiedenes. Manchmal wird man verletzt. Manchmal wird man enttäuscht. Und man steht in der Gefahr, über den Weinbergzaun zu schauen. Wo gibt es noch andere Weinberge? Oh, die haben es ja viel besser, wenn sie nicht im Weinberg sind. Ich komme dann schon wieder. Aber also ich mache da mal einen Spaziergang. Nein, im Weinberg bleiben. Das ist Gnade, wenn man dabei bleibt. Zum Glück habe ich Vati und Mutti als meine Eltern, die mir das vorgelebt haben. Erlebst du diese Gnade noch? Dann reicht das Silbergrosche längstens. Ich muss meistens weinen, wenn jemand in die Ewigkeit abberufen wird, der diesen Silbergroschen erhält, das ewige Leben. Es ist alles nur Gnade. Man kann noch so oft die Bibel durchlesen, man kann noch so viele Bibelverse auswendig lernen, man kann noch so oft die Gebetsstunde, Bibelstunde, zum ewigen Leben wird das nichts dazu beitragen, nichts. Aber wir sind dabei, denn wir wollen helfen zu ernten. Ist doch selbstverständlich. Ich verstehe nicht, wer nicht dabei ist. Man ist doch gern dabei. Es braucht dich hier in diesem Weinberg. Und jetzt steht hier am Schluss von diesem Gleichnis das göttliche Prinzip. So werden Letzte die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Wisst ihr, wie ich mich freue, wenn Jesus Christus im Himmel Lohn verteilt? Das wird ein Staunen geben. Ein Köpfe verdrehen. Da werden Namen genannt. Hey, ich freue mich darauf. Jesus Christus wird göttlich beurteilen. Und wenn Jesus Christus göttlich beurteilt, wie haben wir gelebt nach seiner Gnade? Wie haben wir gelebt? Wenn Jesus Christus gerufen hat, waren wir gehorsam? Waren wir ihm treu mit dem Auftrag, den Jesus Christus unserem Leben zugedacht hat? Ich wünsche euch mega viel Kraft für den Auftrag, den Jesus Christus dir gegeben hat, ganz persönlich, den nur du erfüllen kannst, weil Gott in dir geben möchte. Zusammenfassend wollte ich Folgendes sagen zu diesem Gleichnis. Von diesem Haus her, der niemand anders ist als Jesus Christus. Jesus Christus sucht heute Morgen Mitarbeiter für sein Reich. Heute Morgen. Und wenn du das Gefühl hast, ich bin der Letzte, nein. Jesus Christus hat das Schwache, das Zerbrechliche, das, was nichts ist vor der Welt, das hat Gott der Welt. Und Jesus Christus macht sich hier auf den Weg und ruft, komm, immer wieder durch sein Wort. Ruft er, komm. Wissen wir von einem Zeitpunkt, wo wir uns bekehrt haben, unsere Sündenlast Jesus Christus gebracht haben, Jesus Christus in unser Leben aufgenommen haben? Vielleicht in den Kindheitsjahren, Jugendjahren, Mittelalter, Seniorennachmittag oder Seniorenalter oder kurz vor dem Sterben. Ich wünsche uns, dass wir so einen Punkt haben in unserem Leben. Und dann helfen wir mit. Denn das ewige Leben erwartet uns. Das ewige Leben erwartet uns. Und das ist Gnade. Es ist Gnade, wenn man sich bekehrt hat. Es ist Gnade, wenn man dabei bleibt. Und es ist Gnade, wenn man miterleben darf, wie Gott weiter hier in Aarau, in eurer Gemeinde, eine reiche Ernte schenkt. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, ich denke, viele haben das Gleichnis gekannt.
die ich jetzt bepredigt habe. Aber ich weiss nicht, ob alle im Weinberg helfen. In deinem Reich helfen. Vielleicht sind Leute da, die noch nicht zum Weinberg gehören. Bitte schenk, dass sie sich bekehren. Vielleicht sind Leute da, Herr Jesus, die haben mal zum Weinberg gehört. Aber sie haben irgendwelche Gründe gefunden, dass sie so nicht mehr müssen dabei sein müssen. Hol sie wieder zurück, Herr Jesus. Wir brauchen sie in deinem Reich. Und Herr Jesus, es sind auch Leute da, die sich manchmal fragen, was kann ich schon tun für diesen Weinberg? Zeigen, dass gerade die Letzten die Ersten werden sein. Hilf, dass sie Prioritäten so setzen können, dass sie mit ihren Gaben ein Wegli sehen, wie sie helfen können, dass hier in diesem Weinberg eine Ernte eingebracht wird, die wir so dringend nötig haben bei uns in der Schweiz. Amen.